Ein Schockmoment für die Zuschauer von Promi Big Brother am Dienstag in der Live-Show. Elena Miras hatte einen Zusammenbruch. Beim Spiel Teufelsrad trat Elena zusammen mit Wildcard-Gewinnerin Sarah gegen den ehemaligen Fußballprofi Max Kruse und Berlin-Tag- und Nachtdarsteller Matthias Höhn an. Die Herausforderung bestand darin, sich auf einem sich immer schneller drehenden Rad zu halten. Zu gewinnen war ein Nominierungsschutz. Das Spiel setzte Elena Miras jedoch sichtlich zu. Nach ihrem Durchgang musste sie sich hinsetzen und erklärte: "Ich brauche Hilfe, mir ist komplett schwindelig." Als das Spiel beendet war und sich die anderen Kandidaten auf den Rückweg machten, musste Elena erst einmal ärztlich versorgt werden. "Ich bin kollabiert, hab hyperventiliert. Ich war beim Arzt", erklärte sie später ihren Mitbewohnern. Mit Elena Miras außer Gefecht, die eigentlich mit Mike Heiter noch einmal das Teufelsrad bezwingen sollte, um Essensgeld zu erspielen, musste Big Brother umdisponieren. "Meine Fürsorgepflicht erlaubt es nicht, Elena antreten zu lassen", hieß es. Stattdessen musste sich Leyla Lahua den Herausforderungen stellen. Glücklicherweise ging es Elena Miras kurze Zeit später wieder besser.